Ein Relikt. Sollten wir auch mal wieder verkaufen gehen. Und nun? Ach, da. Ach, verdammt. Boah, da kriegst du eine Krise. Du weißt genau, wie es geht und machst das trotzdem falsch. Schatzkisten. Nein! You have to be fucking kidding me! Ach, na gut, geht trotzdem. Magisch und Geld. So, nun geht's aber weiter hier. Mit einer langen Treppe. Ich habe da so einen Verdacht, dass mir Geister entgegenkommen. Oder auch nicht. Der Tod ist nah! Stell dich mir, Sensenmann! Was bist denn du für ein fettes Vieh? Verneige dich vor mir! Gib mir einen Grund dazu. Nu? Ach so, Portale. Lass jede Hoffnung fahren. Oh je, oh je, oh je. Nicht genug Zorn. Wieder mal die Zorntränke verpackt. Alle Gegner müssen schwinden. Verneige dich vor mir! Sehe ich nicht ein.
Gnarf. Verdammt. Nicht rechtzeitig geschafft. Was soll's. So, den muss ich zum Finishen benutzen. Au. Daneben. Hat er sich wirklich gebracht. Der Typ nervt echt. Das hat irgendwie auch nicht gebracht. Na, geht doch. Fettes Riemenvieh. Das sieht aus wie der kleine Bruder von Jabba. Oh, ist der Schlüssel. Gnade, Alter! Wo ist er? Bitte, ich sag dir alles! Ja. Es war Chaos. Selbst Moin, Alex, der hat gedauert. Uns war von Sinnen und erhob sein Schwert. Es passierte dem Archon. Und auch mir. Der Archon. Verdammter Brunnen! Die Benutzung war verboten. Was er auch sah, hat seinen Verstand zerstört. Er verbreitete Verderben, verwandelte die Stadt in ein Schlachthaus und pries seine eigene Reinheit. Schließlich floh der Archon in den Kristallturm. Den Schlüssel nahm er mit. Also hat dieses Arschloch uns ernsthaft reingelegt. Archon, du Wichser. Ciao, Alex. Bis später, melde dich dann über WhatsApp. Ich habe jetzt Mortis erhalten. Mortis ist ein Faustschild, der Angriff und Verteidigung mit einer brutalen Waffe vereinigt. Seit ältesten Zeiten hat Mortis seinen Träger geschützt, indem er ihn auf Angreifen mit einer Ladung tödlicher Energie reagiert, die unfehlbar den Gegner sucht und bestraft. Bullshit. Obwohl, er ist ein Upgrader. Nö, ist er nicht. Schade. Der Archon nannte dich Schreiber. Ich bin Yamaera. Einst war ich der oberste Schreiber hier in der Elfenbein-Zitadelle. Ich habe vergangene und gegenwärtige Dinge aufgezeichnet und auch die sich immer ändernde Zukunft. Denn ich habe das zweite Gesicht. Durch die Augen anderer zu sehen, ist eine Gabe, die nur wenige Engel tolerieren. Selbst die Höllenwache hat ihre Geheimnisse. Der Archon will sie wissen. Doch er hat zu viel gesehen. Wie konnte der Archon dem Verderben anheimfallen? Etwas Dunkles schlug in ihm Wurzeln. Es benutzte ihn als Marionette, um den schwarzen Hass zu verbreiten. Es sagt vielleicht viel aus, dass wir den Unterschied nicht erkennen konnten. Das Verderben hat all das angerichtet? Nein, es gab eine Schlacht.
Ich kann sie noch immer sehen. Der Archon bekämpfte die Verdorbenen. Seine Schläge ließen die Stadt erzittern. Bete, dass du weitaus besser als Stein bist, wenn er sich in deiner Zukunft findet. Nun ja, stärker als Stein oder härter als Stein zu sein, sollte uns nicht schwerfallen. Wir haben schon ganz andere Steinmonster verkloppt. Erstmal zu Wulgrim fällt mir gerade so ein. Ja, was Alex betrifft, bei dir sind ja die Aufnahmen zu machen nicht das Problem mehr. Das Hochladen dauert bei dir immer Tage. Ich habe neue Waren, wenn du die Münze hast. Hab ich. Bitte keine Sense, bitte keine Sense, bitte keine Sense. Ich lebe. Frostschaden, Gesundheit bei kritischem Treffer, Zorn bei kritischem Treffer. Kann mir Schlimmeres vorstellen. Das Vergnügen ist auf meiner Seite, schon klar. Seite. Meine jetzige Glebe, die neue. Level 20, Level 20. Naja, man kann es ja immer upgraden. Genug Zeug dafür haben wir. So, ich würde mal sagen, erstmal Kraft für mehr Damage. Feuerschaden. Da macht das Ding echt Frost und Feuer. Nice. Ja, ja. Weg damit. Noch mehr Kraft oder noch mehr Feuerschaden? Kraft ist sinnvoller. Und noch mehr Kraft. Ja, noch mehr Kraft. Macht das Ding ordentlich Schaden. Ich weiß gar nicht, ob das noch reicht fürs nächste Level-Up. Mal gucken. Gerade so.
ganz eindeutig noch mehr Kraft. Ich verliere zwar Verteidigung, bekomme aber im Damage enorme Boosts. Ich verliere allerdings auch kritischer Schaden. Egal. Ja, ich habe insgesamt 31 Crit und 131 Death verloren. Dafür aber der Basis-Damage ist einfach nur... Boof. Ich hatte ja eigentlich auf einen Hammer gehofft, aber was soll's. So, mal gucken, was dieser Typ von sich gibt zu seiner Verteidigung. Warum sind die Zorntränke verbuggt? Ich check das nicht. Nein! Der Schlüssel, Archon. Ich weiß, dass du ihn hast. Er gehört mir! Obwohl er wollte, dass ich es tue, konnte ich den Schlüssel nicht vernichten. Sicherlich verstehst du, Reiter. Ich tat, was ich tun musste. Den Quell öffnen. Den Schlüssel beschützen. Vor den Fragen, die sie stellten. Und vor dir. Nur ich darf den Schlüssel tragen. Sein Gesicht wird immer grüner. Au, au. Möge das Licht von allem, was dir heilig ist, dich vernichten. Mir ist hier gar nichts heilig, Jude. Alter, die Zorntränke funktionieren immer noch nicht. Ich glaub's ja nicht. Der Sündenlohn ist der Tod. Beruhige meine Hand, oh Schöpfer. Das Licht treibt dich an. Wer kriegt das bei einer Weile gar keinen Schaden, oder was? Oh, nerv. Das Licht treibt dich an. Shit. Okay, was zum Teufel? Echt nicht cool. Warum sind meine verdammten Zorntränke so buggy? I don't get it. Deswegen, ich habe alles, was ein Engel braucht. Das wird dir genug.
Na gut, dann wieder hoch zum Turm. Ups, das war nicht der Turm, das war die... Hoppala. So. Auf ein neues. Den Quell öffnen. Nu. Ausgerechnet dieses übermächtige Stabteil besorgt. Großartig gewesen. Segne mich, Vater! Beruhige meine Hand! Oh, Schöpf! Stopp jetzt! Aus! Hast du's? Das Licht hat dich an! Weg hier! Komm schon! Alter, du gehst mir auf den Sack. Oh, komm, jetzt hör auf. Das Licht treibt dich an. Es geht doch. Au! Na gut, die hat er nicht mehr verdient. Ich fürchte das Böse nicht. Offensichtlich, schließlich hast du ja Bündnis mit ihm. Ey, du hast keine Flügel mehr, auf zu fliegen. Was kommt jetzt? Stirb, damit du wiedergeboren werden kannst. Hat er sich neue Flügel gebastelt? Du hast es hinter dir. Face it, you're done. Dein Ernst? Du warst tot. Alter, es ist unfair, mit Steinen zu werfen. Mit ganzen Inselabschnitten.
Der ist am Arsch. Oh, neue Kampagne. Arguls Grab. Die Bonuskampagnen werde ich übrigens alle nach dem Ende der Hauptkampagne noch einzeln abspielen. Ne? Da haben wir jetzt bereits das eine Verlies und jetzt das Grab. Durch ein Verrat des Fürsten der Knochen wurde Argul Opfer eines Umstoßes. Sein Reich wurde aus dem Königreich der Toten verbannt, wodurch er nicht mehr auf seine Kraftquelle zugreifen konnte. Der Ort, an dem er diese Quelle verbindet, bleibt verschollen bis heute. Du kannst über... Wieso kann man hier nicht blättern? Ja. Ich kann über was? Oh. Fletcher Krähenhammer. Der Hammer eines Champions aus alten Zeiten. Seine Macht klingt das Echo durch seinen finsteren Stahl. Er wurde während des Aufstiegs seiner dunklen Künste gefertigt und Geschichten zufolge soll dieser Champion die Gestalt einer Krähe angenommen und dann nie wieder gesehen worden sein. Okay, klingt nach Krähenvater. Sieht aus wie Krähenvater. Guckt mal auf das Teil da. Ist das sein Hammer? Und der Engelsschlüssel. Der ist sogar upgradebar. Hat allerdings jetzt irgendwie noch keinen besonderen Bonuseffekt. Ich werde ihn zwar auf Maximum upgraden, aber ich bin nicht davon überzeugt, dass der besonders stark wird. Aber na, obwohl doch, vom Basic Damage her wird er garantiert ziemlich heftig. Ich habe den Engelsschlüssel. Dann nähert sich deine Aufgabe langsam ihrem Ende. Ich kann den Weg öffnen, Tod. Aber du musst den anderen Schlüssel finden. Den Dämonenschlüssel? Ja. Geh leichten Fußes. Dort gibt es nichts als Schatten. Alles klar. Aber ich glaube, ich gehe erstmal ins Reich der Toten zurück und verkaufe ein paar Relikte. Und anschließend gehe ich nochmal in die Schmiedelande und verkaufe ein paar Steine. Alles neue Waren aus nahen und fernen Ländern. Das ist wunderschön für dich. $3,000 Gold, mehr nicht. Okay. Gesundheit und Zorn.